Zwei Vampire treten gegen zwei Vampirjäger an. Das Team, was dem Enderdrachen den letzten Hit verpasst, spielt damit nicht nur Minecraft durch, sondern gewinnt auch diese Challenge. Wie sich das Blatt wendet! Wie mein Arm geht! Ach, und wir benutzen auch wieder unseren eigenen Sprachchat. Der macht es ja noch etwas spannender. Zur kurzen Erklärung. Vampire brennen in der Sonne, regenerieren dafür aber, wenn sie etwas töten. Und natürlich haben sie Nachtsicht. Die Vampirjäger können Knoblauch benutzen, um die Regeneration zu verhindern, Holzpfähle craften und starten mit einer Armbrust. Damit logisch ist, hey-ho, herzlich willkommen, zu lassen ein Like da oder ich sorge dafür, dass auch du in der Sonne Feuer fängst. Oh Mann. Alter, was machst du mit dem? Die macht eher was mit mir. Links, rechts, links, rechts. Wenn nicht, wir könnten uns gleich ins Dorf fangen. Oder wir warten, bis Tag ist, aber das wird dann wahrscheinlich schon geplündert sein. Dann gehen wir rüber ins Dorf und gucken, ob wir da noch was zu essen oder so geplündert bekommen. Hin hey, zum Dorf. Ja, was denn? Ja? Genau. Ja, weiß nicht. Starke Dina, danke für die Message. Hey, was ist das? Das ist doch kein normales Dorf hier. Guck dir das mal an. Aber sind die ins Dorf gerannt und haben das ganze Essen nicht mitgenommen? Oh, Essen. Oh mein Gott, ja. Yes. Oh, lass gleich die Dings töten. Die Golems. Machen wir. Da vorne sind die auf der anderen Seite des Dorfes. Nee, das ist ein Skelett. Lass vielleicht doch wieder am Bogen. Hey, wir hören den. Ja, na sicher. Da. Also, hinter die Creeper. Ah, ich hab ein bisschen Angst vor Ben. Ja, besser ist auch, ey. Der hat sein Bruder engagiert. Euer Loot hole ich mir. Gar kein Problem, Leute. Gambo hat die wertvollen Klunker. Sonne! Ich brenne! Ben, Sonne! Nein! Ach, scheiße jetzt. Ey, ihr Dämonen der Nacht! Hä? Er kommt! Ey. Die ziehen mit einer Armbrust hier rein. Gabo, ganz schnell, wir fahren uns das Zeug und dann gehen wir. Ja. Also, mach dir lieber ein Schild, das wäre ganz praktisch. Ich könnte für uns beide ein Schild craften. Hier vorne ist eh noch mein Crafting-Table. Die sind beide noch in dem Haus drin. Wir haben auch nicht mehr lange Zeit. Der Tag wird dann jetzt auch bald vorbeigehen. Dann müssen wir uns zurückziehen. Und unter der Erde brennen sie ja eh nicht. Das bedeutet, wenn wir jetzt aufs Farmen zugehen, haben wir übelste Probleme. Also ich habe jetzt noch zwei... Ach, ich hätte mir lieber kein Schild machen sollen. Hast du zufällig ein Eisen? Die Dämonen der Nacht. Boah, Ben ist richtig aufs Ganze gegangen. Alter, er hat mich direkt weggehauen, ja. Jeder hat quasi 3 Leben, jedes Team hat 6 Leben. Die böse Zahl des Teufels. Dämonen, Gambo, verdammte Dämonen! Wo? Nein, ich meine nur, also... Achso, oh, Alter. Dass es quasi Dämonen gibt in dem Fall. Der Tag hält aber recht gut lange, da bin ich echt zufrieden, da kann man sich sicher fühlen. Das hier vorne sieht gut aus. Es wird auch langsam dunkel jetzt. Wir haben nur noch ein Vierteltag übrig. Ah, hier ist auch noch Wasser. Wir könnten uns einfach runterbauen und hoffen, dass wir eine Höhle hitten. Mit deinem Höhlensensor? Junge, wenn ich den auspacke, der fängt an zu vibrieren. Das ist natürlich sehr Mega-Brain, was wir machen. Du stirbst also als erstes in dem Fall. Das ist ja wohl die größte Scheiße überhaupt. Ja, lass einfach irgendwo einen neuen Versuch starten, ob wir irgendwo Lava bekommen. Wir brauchen ja auch gar nicht viel. Die Höhle ist wirklich der größte Reinfall, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Wir brauchen auf jeden Fall eigentlich brauchen wir keine Eisenspitzhacke, so gesehen. Ist Nacht, lass mal gucken. Nee, ist Tag. Sieht man das? Siehst du das? Ist halt ja, echt Tag. Wie lange ist denn Tag? Hier ist die Border schon. Boah, kann sein, dass es da gar kein Ladersee hier gibt. Geht die Höhle hier tiefer? Das ist ja wieder so eine richtige Scam-Höhle. Ich meine, ich hätte Elina gehört, wie sie ganz tiefe Schnappatmung hatte. Ich hab's dir mal hingeworfen. Ich baue mich mal kurz runter und werf mal meine Luchsohren an. Digga, wo ist das Wasser? Okay, ich hab's. Ist hier jemand? Hallo? Oh nein, hier ist Lava. Okay, aber nur eins. Ich brauche einen Lavasee im besten Fall. Yes! Jackpot! Woo! Gambo? Gambo! Moin! Ich hab den perfekten Lavasee gefunden. Du musst mir nur folgen, wenn du jetzt soweit bist. Ich werfe was in die Lava gerade. So, nur noch die Decke muss ich machen, dann ist das Portal ready. Versuch dann gleich mal hier aus dem einen Kies hier. Ich würde jetzt sagen, wir müssen ja jetzt auch keine Dias finden. Wir können uns eigentlich aufmachen. Nur das Gold würde ich ja noch mitnehmen, was hier an der Decke hängt. Du hast ja die Eisenpicke. Hast du denn schon das Feuerzeug? Ich dachte. Oh nein.
Ich werde das jetzt hier alles erstmal kurz löschen. Okay, gut, dann... Bam, so, wir können dann jetzt gleich in Nether gehen. Ich bin dann schon ready. Okay, wie sieht's aus? Hast du genug zu essen? Dann mal das Gold. Für einen Schuhpaar haben wir schon mal. Und das zweite Schuhpaar machen wir einfach, wenn wir drinnen sind. Ja, die haben das Safe unter der Erde direkt versucht, oder? Oh, hier ist eine Höhle, komm mal. Wo haben? My main goal is to blow. Alter! Egal. G zu dem G. Hast du die Werkbank noch? Ich habe ein Feuerdingsbums. Nee, ja. Ich habe die Werkbank leider nicht mehr. Okay, was brauchen wir nicht? Ich geh mal rein. Na, okay. Sicher? Okay, dann gehe ich halt noch nicht rein. Chill mal kurz, Sedina. So, ein paar Steine noch, ein paar Backup-Steine für Tools. Wir haben halt sehr wenig Holz, ne? Das könnte ein Problem werden. Ah, nee, ich habe ja einen Stack. Habe ich ja gar nicht gesehen, Lul. Gut, wir sind jetzt in zwei unterschiedlichen Dimensionen. Gambo kann mich nicht hören. Es muss natürlich ein verkacktes Basalt-Delta sein. Wo kommen die Kollegen denn her? Alter, die waren mit mir auf der anderen Seite. Oh je, oh je. Gut, ja, wir sind natürlich im Basalt-Delta, haben wir natürlich jetzt nicht die beste Position, muss man sagen. Soweit ich das hier gesehen habe, ist halt hier nichts weiter außer Lava um uns rum. Oh Mann, Alter, das Basalt-Delta ist halt das Beschissenste überhaupt. Hast du diese komischen Nacktmull-Dinger in der Lava schon mal gesehen, die so drei Haare auf dem Kopf haben? Ach so, ja, die Strider oder wie die heißen. Na, damit kannst du durch Lava reiten. Lol. Ja, die sind eigentlich doch recht knuffig. Wenn die außerhalb von der Lava sind, frieren die. Echt? Ja, das ist ja, ja süß. Guck mal, da ist so ein Kleiner, der wackelt auch so. Ui, 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 ui. Sind die aggressiv? Nee, die können gar nicht. Aber wenn die tötest, kriegst du Faden. Ich könnte mir aber auch gut deren Taktik vorstellen. Banks setzt sich so hin, lehnt sich zurück und sagt sich, Was glaubst du, wie viel wir brauchen? 1,5 Stacks. Pass wegen den Ghasts auf, ne? Na gut, du hast aber auch noch alle drei Leben, also passt das. Oh, Rückzug! Oh. Alter, ich hab die Schüsse gehört, hab übel Schiss bekommen. Holy moly. Toll, ist dann da oben gleich so ein Spawner. So, ich habe jetzt 36, das sollte reichen, um zur linken Seite zu kommen. Oh, oh. Okay, ab jetzt aufpassen. Jetzt haben wir auch das Lava-Problem nicht mehr. Okay. Wir suchen Gold. Festung. Warte mal, brauchen wir für das Gold hier auch eine Nether, auch Eisenspitzhacke wahrscheinlich? Oh, hier sind Holzblöcke. Ben, die sind hier gewesen. Okay, warte, dann lass die mal verfolgen. Ich mach nur kurz noch. Wir brauchen drei Eisen noch, damit ich Eisenspitzhacke machen kann. Ist vielleicht besser, okay, wenn wir beide eine Eisenspitzhacke hätten, tatsächlich. Boom, tatsächlich, boom. Ja. Ah, hier sind Holzblöcke. Ja, lass da mal ein paar mitnehmen direkt. Und wir müssen noch ja, traden. Ich hab hier noch Gold. Wie viel? 16. Also 16 Nuggets. Aber okay, damit solltest du zwei Wachen hinbekommen. Mein Gott, Gambo, bist du... Satz des Pythagoras-Profi oder was? Ah! Ui. Beide nur nach zwei Keep-Inventory-Dinger. Oh nein! Ich muss doch jetzt nicht für ihn wieder aus dem Kack-Never raus, Alter. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Und Gammo hatte das ganze Eisen. Yo, was ist hier los? Okay, ich muss wieder zurück. Oh Mann, Alter, wir finden eine Festung und Gambo stirbt! Gambo. Lass mal hier irgendwie der Spur folgen. Ja, machen wir. Wir sind die Hunter jetzt. Oh mein Gott! Boah, bist verrückt, das für mich hat das was getötet. Boah, wir müssen auf sicheres Terrain gehen, das ist ja krank gefährlich. Da schnell über diesen Steg laufen, oder? Ja. Nein! Nein, Nina! Oh, so eine Scheiße. Oh, Elina ist auch verbrannt. Gambo hat also noch zwei Leben. Elina hat auch noch zwei Leben dann. Das heißt, Banks treibt sich irgendwo hier im Nether rum. Ja, okay, ich muss halt jetzt zurück. Ne? Sie findet ja never ever das Portal. Oh, das Logo. Das Problem ist, dass ich ein Logo. Ein Dämon! Ja, der hat der Full Iron? Nee, der hat keinen Helm und keine Schuhe. Ah, der hat Goldschuhe, damit die nicht angreifen. Hörst du mich, Logo? Hallo? Ja, natürlich höre ich dich. Ach so, ich bespreche gerade die Taktik. Ach so, ja, dann erzähl weiter.
Was ist die Taktik? Elina ist gerade hier runtergefallen. Ich würde nicht den Weg da hinten nehmen. Der führt ins Nichts. Ich plane ehrlich gesagt, dich gerade anzugreifen. Schaffst du gar nicht. Ich habe mein Pfahl dabei und meine Armbrust. Der Pfahl tötet dich! Vertrau mir! Zwing mich nicht, meine Geheimtaktik rauszuholen. Ich werde den Knoblauch essen. Möchtest du nicht den Knoblauch essen? Sterbe ich dann? Nein, nein. Da passiert nichts. Wäre lustig, wenn die Nina jetzt hinter dir steht und dich runterkickt. Nein. Ich esse den nicht. Ich bin da nicht dumm. Ich bin Vampir. Das ist Knoblauch. Ich esse den, wenn du dein isst. Okay. Pass auf, ich esse meinen. Was war das denn, Alter? Okay, ich esse meinen. Deal ist dir. Ey! So ein Arschloch, Alter. Ist das hier unser Portal? Ja, das wird sich doch nicht verknüpft haben, oder? Komm schon, als ob Gambo nicht einfach hierher zurückfindet. Das ist halt wieder typisch Gambo. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bin ich ein Gott. Ich bin ein Gott. Hatte Gambo einfach irgendwo einen Schlaganfall? Bleibt mir nichts übrig. Wenn Gambo so blöde spielt und nichts geschissen bekommt, dann muss ich mir jetzt nach oben bauen. Ach, Gambo. Das ist die dümmste Rettungsaktion, die ich jemals angefangen habe. Was ist hier? Eine Höhle? Das ist also ein anderer. Geht's hier dann irgendwo hoch? Ich kann nur hoffen, dass es draußen Tag ist, wenn ich jetzt rausgehe. Gambo scheint auch kein Ticken, irgendwelche Spirenzchen zu machen, in die Höhle zurückzukommen, oder? Endlich, ich habe die Decke erreicht. Alter Schwede. Okay, ich bin draußen. Es ist auch noch Nacht. Das ist super ungünstig, wenn mir jetzt gleich einer von denen hier über den Weg läuft. Na gut, vielleicht kriege ich meine erste Enderperle. Hä? Du Hampelmann, komm! Yes. Oh mein Gott, Alter. Wo zum Teufel? Komm jetzt mit. Elina, guten Tag, ey. Aber wo ist das Portal? Weißt du das noch? Hier, komm mit, ich weiß noch, stark, da wollte ich gerade hin, aber stark, dann bist stark, du gestorben. Stark. Wenn halt einer einen Death kassiert, ohne Keep Inventory, ist halt spielentscheidend, ne? Also wir müssen echt aufpassen, dass wir jetzt nicht nochmal sterben. Wo warst du denn, Alter? Ich war 30 Minuten gefühlt im Nether. Ich hatte außerdem ohne dich keine Ressourcen, um mich da wegzubewegen. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Ja. Wir müssen zurück zum anderen Gang. Wir müssen zurück zu dem ersten, letzten Punkt, den ich hatte. Okay. Ich hätte mehr markieren sollen, aber ich wollte einfach nur dich wiederfinden, bevor du draußen irgendwie einem Vampir über den Weg läufst. Okay, lass mal einen anderen Weg gehen. Der war nämlich kacke. Lass mal die andere Richtung gehen. Weil Logo kam von da und meinte, es ist kacke da. Also an der Stelle frage ich mich langsam echt, warum er mir noch vertraut. Ach so, okay. Nice. Ja, hier ist auch kacke. Siehst du eine Festung? Lass mal... Mann, das ist auch so ein hässliches Biom. Lass mal da links lang. Pass auf, hier ist überall Lava, glaube ich. Da ist eine Festung. Wo? Festung. Ah, das ist eine Bastion, glaube ich, Elina. Das ist keine Festung. Eine Bastionsruine, yes. Das heißt, sie haben die... Warte mal, hä? Ich habe ihm doch den Weg gesagt. Wie kann er denn nicht zur Festung finden, wenn ich ihm quasi den Weg zeige? Huh! Oh! Okay, das Ding ist, sobald wir jetzt in die Festung gehen, offenbaren wir natürlich, dass wir in der Festung sind. Ich habe auch schon eine einzige Enderperle. Wir könnten theoretisch uns auch nur eine Blaze holen und direkt zum Portal rushen und hoffen, dass es nur ein Ding braucht. Oh mein Gott, hier vorne ist so ein Wirrwall. Wie, wo war? Da können wir dann nachher Enderperlen farmen. So, jetzt müssen wir erstmal Blaze Rods organisieren. So, wir müssen jetzt irgendwie einen einbauen zum Traden oder mehrere. Wir brauchen jetzt den Enderperlen-Trade halt. Ja, lass mal hier, lass mal die Bastion rein. Geht das irgendwie rein? Ja, unten geht's da rein. Oder wir traden hier oben, ist eigentlich egal. Was die hier gönnen, Elina, nur nicht das, was sie sollen. Junge, die schmeißen mir hier so krank Zeug zu, aber nicht das, was sie sollen. Alter, ich habe 62 Enderperlen. 62! Okay, wir haben 2 Feuerschutz-Portions, ich nehme das Gold mal mit. Ben, wie gehe ich hier raus, ohne dass ich ihn haue? Also, warte, ich befreie dich. Warte, ich habe ja noch eine Portion. Ist hier vorne ein... Oh mein Gott, was sind hier für Wizard-Skelette? Okay, eins noch. Okay, jetzt mit den Blazes aufpassen. 6 Stück sollten eigentlich für unseren Ausflug reichen. Achtung, hinter dir! Ich bin gewithert. Ja. Da ist ja wirklich gar nichts. Okay. Nein! Oh, wichtig. Logo ist einmal gestorben. Zweimal.
Ich habe ihn gekillt doch am Anfang. Jetzt hast du nur noch ein Leben. Wollen wir Gambo fragen, ob er das Team wechseln will, Koordinaten uns gibt? Waren wir hier nicht gerade? Guck mal. Da hinten ist so, hat sich jemand hochgebaut, oder? Siehst du das da? Ah, da. Nein, da hat sich keiner hochgebaut. Ich könnte theoretisch ein Enderauge jetzt werfen und hoffen, dass es mir vielleicht zeigt, wo hier auf der Map das Portal versteckt ist. Und dann schaue ich, wie viele Dinger noch benötigt werden. Dann habe ich mit Gambo definitiv einen Vorteil. Gambo hat jetzt erst seine erste Lohnroute bekommen. Die Frage ist, die Map müsste so 600 Blöcke haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das bedeutet, hier müsste doch schon bald irgendwann die Border in Sicht kommen, oder? Anscheinend nicht. Muss ich noch weiter an die Border? Hä? Nein. Ich weiß, dass es zwischen hier und da ist. Das bringt mir aber gar nichts. Ich darf jetzt auch nicht nochmal sterben, dann ist mein Equipment weg. Ungefähr rechts vom Dorf und das andere hier. Also theoretisch hier irgendwo? Ja gut, also wir wissen, dass es hier irgendwo in der Nähe vom Fluss sein muss, aber das bringt mir nichts. Das Praktische ist, dass ich weiß, dass ich jetzt nicht bis zur Border laufen muss, sondern dass es irgendwo in Spawn-Nähe ist. Wenn man von draufgehen spricht, warum dürfen dann hier direkt wieder zwei Skelette sein? Boah, Baby-Zombies sind wirklich das allerletzte. Wenn ich jetzt natürlich geklatscht werde, wenn die mich am Portal abcampen. Alles clean. Vielleicht hat Gambo jetzt noch ein paar gefarmt, dann können wir uns an die Enderperlen machen. Gut, aber wir haben schon unsere Dinger. Wir müssen jetzt nur die Perlen zusammenbekommen. Aber ich weiß nicht, es könnte sein, dass die mit Trades auch schon fertig sind. Wir könnten theoretisch auch durch die Festung gehen und versuchen, ihn wegzuklatschen. Am gefährlichsten ist er, wenn er Monster in seiner Nähe hat. Wenn er die tötet, kriegt er die Regeneration. Es gab schon wieder keine Perle, Alter. Spuck mal Enderperlen aus, Kollege. Nee. Was hat er mir jetzt? Er hat mir Perlen gegeben! Okay, also ich habe 5 Perlen. Wir könnten es probieren. Wir können an die Oberfläche gehen und versuchen, das Portal klar zu machen. Okay. Also brauchst du kein Gold mehr? Wir können noch reinstecken. Wie fährst du noch? Bau noch, warte hier. Mach noch. Warte. Jo. Hä, die Kleinen traden auch? Nee. Oh, wie süß. Der tradet mit Bauklötzen. Junge, der hat mich einfach gescampt, der Pisser. Hey, wenn ich hier einmal ein Leck im falschen Moment kriege, bin ich so ripped. Nein, Ben, ich verbrenne. Egal, wenn ich sterbe, kriegen die ja nichts. Die Enderperlen bekommen die nicht. Ich habe erst einen Tod, also kann ich ja nichts verlieren. Ob Gambo hier immer noch rumchillt? Gambo allein wäre jetzt ja machbar. I guess, hoffe ich. zu zweit wäre natürlich RIP. Da habe ich keine Chance, das ist klar. Ja, wo sind die Blazes jetzt hier, Kollege Schnürschuh? Oh! Kann ich die Schüsse blocken? Ja, safe. Okay. Oh, die Porsche ist natürlich jetzt krass. Und jetzt kriege ich keinen Feuerschaden mehr. Ha! Warte mal, kommen wir? Das Ben! Oh! Ben! Ben! Ich mach dich weg, Ben! Ben! Ich hab nix, haut ab, ey. Hier gibt's nix geschenkt. Nee. Elina verbrannt, hä? Elina ist weg. Oh, Ben. Ah! Na los, komm! 1 gegen 1, ich rotz dich weg! Logo, du hast kein Kommentator. Du hast kein Keep Inventory mehr, ne? Na und ich mach dich fertig. Das ist meine Kommentatoren-Ecke. Junge, willst du jetzt flexen oder was? Oh, okay, dann nehme ich mein Eisenschwert. Ah, nee, die Axt ist ja voll OP, die kann ja Schild breaken. Die Axt. Okay, dann nehme ich doch die Axt, selbst schuld. Das hast du dir jetzt selbst zu schreiben, Alter. Unerwartet, aber naja. Nein, warte, war ich nicht. Okay, bist du ready? Ja, ich bin ready. Eisenaxt gegen Steinaxt, okay. Das wird wild. Ich habe keine Schärfe. Dass ihr euch bei solchen Challenges immer messen müsst. Boah, das ist ja so OP mit diesem Dick Break, ey. Geh doch nicht weg, ich muss kommentieren, hallo. Ey, das alter Logo ist voll der Experte in dieser Version, ey. Oh mein Gott. Nein, das hier ab, du Scheiße. Ah, ich sterbe. Nein. Hä? Oh mein Gott. Ich hab mich übelst erschrocken. So eine Scheiße, ich hab so viel. Egal, wo ich abbaue. Beruhig dich, der Kies hat dir nichts getan. Creeper. Oh, man.
So, Gambo, dann lass noch mal fix ins Dorf. Gut, dann hoffentlich, ja, Holz haben wir noch genug. Da kann man ja, glaube ich, gegen Sticks, wenn man glücklich ist, traden. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns jetzt legit beeilen, da am Tag wir hier oben safe sind. Hier sogar blöd auf Friedhof. Ist das hier? Nee, ein Grobschmied, aber hier ist ein Archer-Tisch. Ich brauche irgendeinen Villager. Ist hier irgendwo ein freier Villager? Da unten ist einer. Bitte sei noch frei. Bitte nimm den Beruf an. Komm, 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 komm und gib mir Pfeiler. Den juckt das ja gar nicht. Kollege, komm. Was bist du? Bibliothekar. Kannst du mal bitte den Beruf hier annehmen? Ja, 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 nein! Oh Mann, ich kann einfach nicht mehr warten. Kann er hier nicht den Job annehmen? Jetzt face-sittet er den anderen Villager? Ganz ehrlich, das sind jetzt 40 Pfeile. Scheiß auf den Typen. Wir müssen halt unsere Zeit jetzt rausschwitzen. Hab ich noch eine Feder übrig? Ah, danke. Ja, hier, ich hab die gerade gedroppt. So, warte, ich gebe dir die Hälfte. Offen? Ja. Also ich war vorhin, ich gehe jetzt einfach da an, wo das letzte Auge zerplatzt ist, so grob. Das war irgendwo... Wo ist denn unser Spawn eigentlich? Ist der hier vorne? Ja, genau, hier. Ich war auf der anderen Seite vom Fluss und dann hinten in den Bergen. Da habe ich die letzte Perle geworfen. Ja, 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 renn weg, renn weg, renn weg, Elina, weg! Oder so, aber ein lecker Schmeckerköten. Stark, Elina, stark. Der hat eine Holzaxt. Ich mach euch fertig! Bin ehrlich, ich glaube, Alter, Gambo kommt von hinten! Yes! Ja! Wie sich das Blatt wendet! Wie mein Arm geht! Na? Na? Was geht? Ich bin jetzt... Ich bin schon einmal davon gesprochen. Ich weiß gar nicht, wo Gambo ist. Wo hast du dich denn mit dem gekloppt? Nein, ich hab so nichts rausgenommen. Hostvorteil. Ich hab nichts rausgenommen. Ach so, okay. Ah nee, ich hab selbst rausgenommen, also nicht gecheckt. Lol. Ja, du brennst da doch auch gar nichts in dem Ofen. Doch, natürlich, Lachs. Hä, jetzt hast du es rausgenommen. Ich hab da gar nichts rausgenommen. Oha! Weißt du, an was mich das hier gerade erinnert, dass ich so in diesen Fluss rede? Kennst du dieses Meme mit Pants of the Lake? Nee. Okay, gut. Da... Egal, okay. Gespräch beendet. Gespräch beendet. Ja, das kannst du vergessen. Hat jemand was zu essen? Ja, natürlich, hier. Oh, geil. So, ich wechsle jetzt das Team. Ich bin Erfolgsfan. Imagine, man ist Erfolgsfan und wechselt dann den Team-Logo. Ich hab's! Hey! Easy. Danke. Wow. Ich wusste, dass du das machst. Ich wusste es. Ich wusste es. Am Ende des Tages ist es einfach schön, dass wir auch trotz unseres Wettkampfes zusammenkommen und dann einfach wieder hast du zwei Schwert in der Hand. Okay, dann suchen wir mal das Portal, oder? Okay, das heißt, der jetzt den letzten Hit setzt, der gewinnt. Ja. Oh, ist der laut! Oh, wie viele Punkte sind denn noch? Oh, nein, 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 oh! Wieso sind die so aggro auf mich? Du bist so ein Assi, Ben. Du bist so ein Assi! Ciao, Gambo. Hey, du hast ja übelst krasses Zeug. Oh, Alter, tot. Wie gefällt dir das, Gambo? Wie gefällt dir das, hä? Mann, mein Teammate stirbt nonstop irgendwo. Sag halt, wenn du nicht spielen willst. Wo hat der denn den Bogen her? Ja, keine Ahnung. Was ein Tryhard. Der Double Kill. Schmeckt. Oh, es nerven die oben Shit, aber ich habe euch gar nicht angeguckt. Oh, das ist ja eine Menge Ben. Equipment. Oh, yes. Och, Ben, das tut mir aber sowas von leid. Boah, jetzt haben wir ein Problem, ne? Oh, wo ist Gambo?
Oh mein Gott, habe ich mich gesaved! I'm a bird. Och, Kollege, das ist nicht dein Ernst. Okay, ich habe ihn jetzt gut runtergedrückt. Jetzt geht's um die letzten paar Zentimeter. Oh mein Gott, was hattest du für Shit? Er muss Nutzerladung ansetzen. Ich kann das Ding finishen. Achtung, Achtung, Haulina, Haulina. Ja, ja, ich bin sowieso tot. Bring es zu Ende. Nein! Bring es zu Ende! Ich kann es nicht zu Ende bringen. Er hat mich rausgekickt. Nein! Komm. Yeah, Mann! Wie ist es so als Vampir? Scheiße.